heute zu einer Legende des österreichischen Oldtimertums. Ein gewisser Dr. Jakob Barnea, ein aus Rumänien stammender Jude, der sich seit locker 40 Jahren professionell mit dem Thema Oldtimer beschäftigt. Und zunächst einmal im 6. Bezirk der Ester Hasegasse seine Niederlassung hatte. Und jetzt, da er ja schon über 80 ist, aufs Land rausgezogen ist und seine Oldtimer dort in Grammert-Neusiedl zu einem kleinen Museum zusammengefasst hat. Und da bin ich schon sehr neugierig, was da heute los sein wird, weil der macht heute einen Tag der offenen Tür. Hat also noch diese charakteristische Form der 30er Jahre mit den freiliegenden Kotflügeln und der zusammenlaufenden Fronthaube. Das Interessante daran ist, dass das Auto so erfolgreich war bei den Schweden, dass man es mit Fug und Recht als den Käfer der Schweden bezeichnen kann. Und 1959 ein Update erfahren hat, eben den 544er. Der unterscheidet sich in erster Linie optisch dadurch, dass er keine geteilte Frontscheibe mehr hat. Wir haben also hier eine durchgehende, gebogene Frontscheibe, etwas, was 1944 technisch noch nicht möglich war zu bauen. Ansonsten ist das das erste Auto mit Dreipunkt-Sicherheitsgurten. Das war eine Volvo-eigene Erfindung, die Volvo aber unmittelbar nach der Vorstellung des PV544 öffentlich gemacht hat und auf den Patentschutz verzichtet hat, weil man gesagt hat, man will mit Sicherheit kein Geschäft machen. Und das ist also so eine bahnbrechende Geschichte gewesen, dass dadurch wirklich Menschenleben gerettet werden konnten und das natürlich dann sehr schnell auch in alle anderen Autos eingebaut wurde, aber erst, ich glaube 1970 in Österreich oder noch später sogar, zur Pflicht wurde, dass man sich also anschnallen musste. Insofern also total bahnbrechend, was die Sicherheit angeht, und hat sicher dadurch auch dieses Image von Volvo als supersicheres Auto begründet. Darüber hinaus war das Auto aber auch nicht nur eine Familienkutsche, sondern auch durchaus im sportlichen Einsatz. Es gab ein Modell mit etwas stärkerem Motor, das also tatsächlich so legendäre Rallyes wie die East African gewonnen hat und auch zweimal die europäische Rallye-Meisterschaft gewonnen hat. Also durchaus ein ambitioniertes, jetzt fahren wir da weiter, glaube ich, durchaus ein ambitioniertes Fahrzeug, das sich auch sportlich durchgesetzt hat. Wie beliebt dieser Volvo war, zeigt sich daran, dass man während der 544er noch gelaufen ist, schon das Nachfolgemodell herausgebracht hat, den Amazon. Und eigentlich haben alle geglaubt, und das wäre ja auch logisch gewesen, dass damit die Produktion des 544 beendet sein würde. Dem war aber nicht so. Das Fahrzeug wurde noch bis in die 60er Jahre dann weiter erfolgreich gebaut. Nur dann irgendwann hat man gesagt, na okay, also der ist
ist zwar gut, aber die Form ist halt nicht mehr zeitgemäß. Es schaut halt doch aus wie ein 30er-Jahr-Auto. Und deswegen hat man sich dann davon verabschiedet und dann nur mehr den Amazon gebaut. Er hat ein paar lustige Eigenheiten, die ich euch dann später noch im Detail vorstellen werde. Also das Auto hat einem 93-jährigen Herrn in Ternitz gehört, wo die ganze Familie schon gesagt hat, Opa, wäre vielleicht besser, wenn du aufhörst zum Fahren und das Auto verkaufst. Aber er hat sich halt wahnsinnig schwer davon getrennt. Natürlich, es war ihm ein Herzensanliegen. Er hat den selber aus Schweden importiert und viele Jahre lang gehegt, gepflegt und hier gehabt in Österreich und wollten halt überhaupt nicht hergeben. Deswegen waren es halt mehrere Anläufe, die notwendig waren, bis er endlich dann einverstanden war, mir das Auto zu übergeben. Er hat dann Vertrauen zu mir gefasst und gemerkt, dass ich einer bin, der sich wirklich um dieses Auto bemüht und sich kümmert drum und den weiterhegt und pflegt in seinem Sinne. Und ich habe versprechen müssen, natürlich, dass ich ihn auch immer wieder besuchen komme. Und wir sind ein paar Mal auch miteinander gefahren, damit er gesehen hat, wie ich damit umgehe. Also es war halt, wie soll ich sagen, eine sehr rührende Geschichte eigentlich fast, bis wir den dann endlich bei uns gehabt haben. Und dann wollte ich natürlich das Kennzeichen Volvo 1. Und wie ich die Zulassungsstelle gefragt habe, ob das frei ist, haben sie mich zuerst ausgelacht. Und dann habe ich gesagt, sie sollen einmal nachschauen wenigstens. Ne? Und tatsächlich, Volvo 1 war frei. Also was mich sehr überrascht hat und auch die Zulassungsstelle. Und dann haben die zu mir gesagt, ja, was wollen Sie jetzt mit dem Kennzeichen? Kaufen Sie einen leichteren Volvo? Die gesagt, naja klar, auf einem Mercedes werden wir Volvo 1 nicht draufhängen.
bedient. Ja? Schorschi, ach, kauf mir doch ein Automobil. Es kostet ja nicht viel. Männer weiß ich nicht mehr. Embrace me, but you're irreplaceable.
Sammlung, 170 Fahrzeuge vom Kinderwagen über das Fahrrad bis zur Stretch Limo und wirklich, wirklich ganz, ganz seltene Fahrzeuge, die man sonst nirgends sieht. Und auch entzückend immer ihn als Gastgeber zu haben, der uns mit munteren Sprüchen bei Laune gehalten hat und uns die Zeit wirklich ist wie im Flug vergangen. Aber trotzdem, jetzt haben wir einen Riesenhunger und jetzt gehen wir was essen. Mahlzeit. Mahlzeit! Da sind wir schon, oder? Da sind wir schon. Halleluja. Wir sind alle hier, um die Liebe.